Hi ihr Süßen, hat euch die Sendung gestern gefallen? Ich habe mich jetzt spontan dazu entschieden, dass ich kurz noch mal eine mache, weil ich heute schon ein Telefongespräch hatte, wo es auch eben um diese Dame ging, die ja diese Engeldecks herausgebracht hat und Feen und Orakeln und Meerjungfrauen und was weiß ich was und die jetzt sagt, dass ihre Decks alle vom Teufel besessen sind. Unter anderem hat sie ja auch ein Engel-Tarot-Deck herausgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dieses Engel-Tarot-Deck. Und hat das immer noch im Verkauf. Und hat also gesagt, wie ihr Jesus erschienen ist, hat sie sich dazu entschieden, dass alles, was sie vorher gemacht hat, inklusive dieses Engel-Decks hier, dieses Tarot-Decks, dass das also unter teuflischer Einflussnahme entstanden sei. Und jeder, der jetzt dieses Deck zu Hause hat, ist jetzt wohl vom Teufel besessen. Komisch, dass dieses Deck immer noch verkauft wird. Ich habe meins schon länger. Ich habe das schon gehabt, wie ich noch in Ebensee war. Ich habe das mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und ich fand das recht nett. Ich habe mich auch da viel damit auseinandergesetzt. Da ist zum Beispiel eine Karte mit dabei. Da steht Erzengel Raphael, das Ego. Also Erzengel Raphael stand noch nie fürs Ego. Ich weiß auch nicht, wie sie da drauf gekommen ist, das zu sagen. Aber jetzt sagt sie ja ganz klar, meine Kartendecks inklusive dieses Engeldeck von mir. Das Engel-Tarot-Deck ist tatsächlich unter teuflischem Einfluss entstanden. Und Jesus hat sich ja mir offenbart, sagt die Dame, und hat gesagt, dass alle meine Decks, die ich rausgebracht habe, also die aufgestiegenen Meister, die Erzengelkarten, das Delfin- und Meerjungfrauen-Orakel, die Einhornkarten. Ich habe keine Ahnung, was sie noch so alles rausgebracht hat. Alles unter teuflischer Energie entstanden sei. Und dass jetzt nur noch alles Jesus ist und sie jetzt die Heilige ist und sie jetzt um Abbitte gebeten hat. Hallo Birgit. Und dass sie jetzt also sagt, so nach dem Motto, jetzt ist sie auf dem richtigen Weg, auf dem Weg ins Licht. Sie hat also mit Jesus um Vergebung gebeten. Ich weiß nicht, ob das nicht übertrieben ist. Für mich klingt das ein bisschen fundamentalistisch, wie eine neue Marketingstrategie. Jetzt habe ich ja genügend teuflische Engeldecks verkauft. Jetzt verkaufe ich halt was mit Jesus. Um mir weiterhin mein Luxusleben leisten zu können, ziehe ich erstmal das in den Dreck, was ich vorher gemacht habe. Komischerweise habe ich immer vor dieser Dame gewarnt. Ich habe den ganzen Hype um diese Dame nie wirklich verstanden. Ich habe immer gesagt, für mich hat die keinen Engelkontakt, weil für mich klingt das wie Sprüche aus Psychologiebüchern und das, was man halt sonst auch so an Esoterikfloskeln den ganzen Tag so liest und sieht. Und hat mit wahrer spiritueller Berufung nichts zu tun. Die hat halt eine gute Marktwirtschaft entdeckt. Die hat wahrscheinlich gute Sponsoren gehabt und damit hat die ihre Decks rausgebracht. Und ich verstehe nicht, warum sie die Decks dann nicht vom Markt nimmt, wenn die doch alle teuflisch sind und immer noch ihre Tantieme dran verdient. Ja, und ich selber habe ja eher einen ganz anderen Bezug immer gehabt, vor allen Dingen, weil ich ja selber auch mit Metatron die ganze Zeit in Verbindung stand. Und ich kann auch nichts dafür, dass ich die Erste war, die überhaupt von Metatron gesprochen hat, überhaupt im deutschen Fernsehen, so Österreich, Schweiz, Deutschland. Und ich kann auch nichts dafür, dass ich dieses Buch geschrieben habe und dass er sich mir offenbart hat. Ich kann auch nichts für die ganzen Nachahmer. Aber ich weiß nur eines, ich weiß, was wirklich Metatron-Kontakt ist und was nicht. Mit allem anderen beschäftige ich mich nicht, weil ich ganz klar weiß, wie er mit mir redet. Und ich merke dann auch, wer versucht, sich da mit anzuklemmen. Ich finde es jetzt nur schade, dass man einen Riesenreibach mit irgendwelchen Kartendecks gemacht hat, die überall verkauft worden sind. Und ich habe immer davor gewarnt, achtet darauf, was aus Amerika kommt.
Ich habe es immer gesagt. Ich habe immer gesagt, komischerweise, wieso sind Kartendecks, die von einer Amerikanerin sind, die behauptet, dass sie mit Engeln spricht, glaubwürdiger wie Menschen, die wirklich Engelkontakt haben? Ich denke, jeder, der mich kennt, weiß, dass bei mir nie ein Fake-Engelkontakt da war. Allein anhand meiner Aussagen, die ich immer weitergegeben habe von Metatron, sei es die Prophezeiung gewesen mit Papst Benedikt, seien es andere Prophezeiungen gewesen, die auch Boxkämpfe betroffen haben, oder wie oder was, wo ich gesagt habe, das wird so nicht funktionieren, das läuft in die und die Richtung. Das ist Engelkontakt. Und dazu muss ich mich auch nicht hinhocken und muss so tun, so und Licht und Liebe und dann anzufangen, das funktioniert so nicht. So, ich finde es echt schade, dass jetzt ganz viele Menschen ganz viel Geld in diese Dame reingesteckt haben und jetzt die bittere Erkenntnis haben, dass sie da wohl auf eine geldgierige Betrügerin hereingefallen sind. Ich sage das jetzt eiskalt. Geldgierige Betrügerin. Wie gesagt, ich habe auch einige Decks da. Ich arbeite mit den Decks kaum. Ich ziehe vielleicht zwischendrin meine Karte oder nehme sie als Party-Gag. Ich arbeite mit ganz anderen Kartendecks. Klassisch wie immer noch mit Crowley, dem man ja nachgesagt hat, auch er wäre vom Teufel besessen gewesen und hätte die Karten dem Teufel geweiht. Ja, und Elias Levy hat ja dann behauptet, dass der Golden Dawn Orden und die Rider-Waite-Tarot-Karten viel heiliger sind wie die Crowley-Karten. Es wird natürlich immer so und so gesprochen, ist ja logisch. Tja, man kann ja nicht miteinander, man muss ja immer irgendwo dagegen schießen. Ich möchte euch nur mal darum bitten, dass ihr vielleicht mal schaut, was ist echt und was ist unecht. Denn jetzt ist die Zeit gekommen, Falsches von Echtem zu unterscheiden oder Echtes zu erkennen und Falsches abzulegen. Gerade jetzt, wo der Markt der Esoterik explodiert. Und ich beharre weiterhin darauf, ich bin keine Esoterikerin. Ich strebe nicht dem Licht entgegen. Brauche ich auch nicht, weil ich habe den fettesten aller Engel um mich herum. Und ich selber weiß, wie es ist. Kein anderer kann das beurteilen. Für mich ist nur wichtig, dass ihr einfach auch merkt, dass ihr für euch erkennt, wer euch wirklich helfen kann. Und eher weniger. Und was für ein Lernprozess für euch dahinter steckt, dass ihr auf solche Propheten hereingefallen seid. Ich kenne auch einige, die massenweise Geld in Ausbildungen von ihr gesteckt haben und jetzt bitter erkennen müssen, dass sie eigentlich als teuflisches Werkzeug laut ihrer Aussage ausgebildet worden sind. Ich finde das schon krass, ne? Würde ich meinen Schülern niemals nachsagen. Ich schicke meine Schüler, wenn ich der Meinung bin, dass sie alles gelernt haben von mir, was sie brauchen, auf ihren eigenen Weg. Ich erhebe sie dann zu ihrem eigenen Meister. Aber ich würde nie hinterm Rücken über meine Schüler herziehen und sagen, die sind jetzt teuflisch. Geht's noch? Und Jesus ist die einzig wahre Religion. Ob das so gesund ist, Frau Doreen, ich weiß nicht. Darf jeder für sich selber entscheiden. Aber ich hoffe, dass die Menschen jetzt auch durch dieses Beispiel erkennen, was ist fake in dieser Branche und was ist echt in dieser Branche. Ich habe mich nicht umsonst jahrelang zurückgezogen, habe dann ausgebildet, habe mich von den Ausbildungen zurückgezogen und fange jetzt wieder an, mehr in das Öffentliche zu gehen. Hat schon seine Gründe. Jetzt sage ich auch wieder, bin ich wieder bereit, dass ich wieder berate und aufklären kann, was ist echt, was ist fake.
Zu mir hat neulich jemand gesagt, die Menschen haben Angst vor Hexen. Ja, weil sie Angst vor der Wahrheit haben. Sie mögen ja gerne betrogen werden durch Fake-Engeldecks, wie die Dame jetzt zugegeben hat, die ja von teuflischen Energien gemacht worden sind und nur das wahre Jesus ist. Tja, wer hat so ein Deck zu Hause? Wer hat auch die zu Hause? Also ich habe jetzt keine teuflische Energie da drin in diesem Engeltarot. Dazu benutze ich es auch zu wenig. Das liegt bei meinen anderen Sammelobjekten hinten im Regal. Ich habe es nur jetzt rausgekramt, habe es erst mal suchen müssen, weil die Hauptkartendecks, mit denen ich arbeite, die sind alle hier vor mir. Da habe ich dann doch eher mal das Tarot der Schatten oder zum Beispiel das Tarot mit den Schlüsseln, mit den Pforten. Ja, ich arbeite halt doch noch eher klassisch mit Crowley und mit dem, was ich hier so habe oder hier im Säckchen drin, direkt handbereit, habe ich das Avalon-Tarot, ja, mit dem ich seit vielen Jahren arbeite und was ich auch, das sieht man den Karten auch an, ne, die schauen auch dementsprechend abgegriffen aus, ne. Das sind für mich meine Decks. Mich haben diese Decks noch nie so interessiert. Ein zweites dieser Decks von der Dame habe ich sogar auf dem Flohmarkt gekauft. Zwei Decks für 5 €. Da wollte wohl jemand die Karten loswerden, weil sie gedacht hat, sie hat jetzt da teuflisches Werkzeug, laut Aussage dieser Dame in der Hand. Teuflisch ist nur das, was wir teuflisch machen. Oder was wir in uns tragen und nach außen als teuflisch projizieren. Lasst euch keine Angst machen, dass ihr Teufeldecks zu Hause habt. Ja, weil sonst wäre die Dame ja bis dato immer noch teuflisch, weil sie sie ja immer noch verkauft, auch wenn sie jetzt bei Jesus ist. So, damit habt ihr ein bisschen was zum Nachdenken. Ja, einen Spruch von mir kommt mir weiterhin gut durch die Woche. Denkt dran, Strike, Partytime. Vom 21. bis zum 24. von Lita bis zu Johannes. Meine Katzen spielen gerade Fange. Ja, und ich werde mir jetzt noch ein lockeres Getränk einschenken und mich mal vor den Fernseher schmeißen. In diesem Sinne, hab euch alle lieb, das wisst ihr. Und Dieter Huti wird jetzt wieder Schritt für Schritt zurückkommen aus der Versenkung in die Öffentlichkeit. Wir werden uns öfters hier bei den Live-Videos sehen, über Instagram und so weiter. Und ich bin beratertechnisch wieder für euch da. In diesem Sinn, bis bald. Tschüssi, dicker Knutscher.